So, wir haben jetzt auch beim letzten Video aufgehört, da mit der Fragestellung. Sag René, dass er dich nicht auftauchen wird. Klar, kommt bestimmt noch. Jetzt ist natürlich die Frage, soll mir die Wahrheit sagen oder die Unwahrheit? Ach, scheiß drauf. Sedgwick kann nicht auftauchen, weil ich ja da bin, Rini. Ich war Sedgwick, das weißt du doch. Aber Silence ohne Sedgwick? Das gibt's doch gar nicht. Ich mag Silence. Ich wollte immer schon mal hierher. Aber du weißt, was Silence für eine Welt ist? Eine Traumwelt? Ein Übergang zwischen Leben und Tod. Auf welcher Seite wollen wir aufwachen? Wenn wir leben wollen, dann müssen wir den Spiegel zerschlagen und hier raus. Rini, egal was dir jemand anderes erzählt oder was auch immer passieren mag, das Wichtigste für uns ist, hier herauszukommen. Weißt du noch, wie Sedgwick das gemacht hat? Den Spiegel zerschlagen. Von was für einem Spiegel tuschelt ihr? Naja, jetzt ist natürlich die Frage, sei misstrauisch. Wir könnten die zwei Habakuk da noch brauchen. Das war so beim Einzelteil auch immer so eine Sache. Wenn wir jetzt misstrauisch sind, werden sie natürlich gegenüber uns auch misstrauisch und werden uns auch nicht mehr irgendwie vertrauen. Tatsache ist, wir werden die zwei Habakuk da brauchen. Also werden wir fast auf Antwort ehrlich gehen. Und so ist es auch. Von dem im Thronsaal. Weißt du, wie man zum Thronsaal kommt? Na ja, sicher war es. Klar, das lebt das wie er nicht. So klar war es. Diese Frage wäre das. Da hast du müsste jetzt es mit Misstrauen nehmen, nicht? Nicht Misstrauen und dann jetzt hast du das können nehmen. Aber jetzt hast du natürlich die eine die Wahrheit gesagt. Muss natürlich ehrlich getreu auch weiterbleiben. Na klar war es. Von hier aus nicht. Aber ich weiß, er liegt hoch oben. Man kommt da mit einer Lok hin, die auf Luftschienen fährt. Woher weißt du von dem Spiegel? Werde langsam so. Oh, du Baby, cool. Ich hab ihn kaputt gemacht das letzte Mal. Wie das? Weil ich der König von Silence bin. Genau! Es stimmt. Hey, kommt schon, hört auf mit dem Getuschel. Redet laut. Vergiss den Verrückten, der kann uns nicht helfen. Ja, ich glaube, er ist derjenige, der Hilfe braucht. Dem König von Silence fehlen eindeutig ein paar Zacken in der Krone. Hey, aufhören! Mein Bruder ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht. Hey, Kleiner, spinnst du? Hey, das ist unser letzter Signalschuss. Rini, leg die Pistole zurück. Ja, her damit. Spinnst du, Kleine? Ola! Also da muss ich es jetzt eindeutig in Schutz nehmen, weil schimpfen... Sie ist meine Schwester. Lasst sie in Ruhe! Eindeutig. Tut mir leid, ich will nach Hause. Ich weiß. Hier gefällt's mir doch nicht. Alle streiten herum und kämpfen. Warum bist du nicht König, sondern diese gemeine Schwindlerin? Warum ist sie so böse und wieso hat sie die Sucher geschickt? Ich will heim. Ich verspreche dir, ich bring dich nach Hause zurück. Aber wie? Ich finde Janus und er bringt uns zum Thronsaal. Er kennt den Weg dahin. Janus kennt den Weg. Jetzt ruh dich ein bisschen aus. Wir werden unsere Kräfte noch brauchen. Okay. Schlaf, Kindlein, schlaf. Schlaf, kleiner Hüpfer. Und vergiss nie, was Papa immer zu uns gesagt hat. Wir sind... wie zwei Wolken im Wind. Und weht er uns auseinander... so treffen wir uns im Ozean. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater hütet die Schaf. Der Sportleiter sagt jetzt, aha.
Ich wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt und nicht beschrieben. Kiste. Vertrau mir, ich liege bestimmt richtig mit meiner Deutung. Merkwürdige Statuen. Und stell dir einfach vor, das sind nette Babys. Das ist unsere einzige Chance. Kiste. Oh, sonst ich noch. Wünschte, Janus hätte den Weg aufgemalt. Ja, wir haben mit einer Schlüssel der Botschaft. Sie ist, vertrau mir, ich sieht so aus, als ob sie Hilfe dabei benötigen. Mhm. Und wenn nicht? Das ist da was zu essen drin? Chance. Nicht mehr. Alter, klar, Kinder. Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden? Rini schläft. Und schmeißt mal die Botschaft rüber. Nein, vergiss es. Lass sie ihn lesen, er wird sie sowieso nicht verstehen. Aha. Von mir aus? Hier, lesen musst du schon selber. Frau Oberlehrer, bitte. Ich hab schon Botschaften gelesen. Da hab ich deinen Arsch ausgeleckt. Oh, deine Muschjacke. Das ist sicher rasiert. Mich zu befreien, folgt mir vom Camp aus am Krater vorbei. Mit dem Herzschlag im Rücken, das Licht des Untergangs im Blick, erwarte ich euch dort, wo der Abgrund nicht tiefer sein könnte. P.S. Der heilige Gral ist unser. Mit so einer Beschreibung kann man nicht mal seinen eigenen Hintern finden. Du vielleicht nicht. Das Papier stinkt schlimmer als... Okay, egal. Ich find raus, wo dieser Janus steckt. Richtige Antwort, Schnucki. Die Rebellen haben schon, ja. Wer ist Janus überhaupt? Ein guter Freund. Was könnte der Herzschlag im Rücken bedeuten? Vielleicht, dass Janus was ins Kreuz gefahren ist. Mit dem Untergang muss nicht unbedingt die Sonne gemeint sein. Was denn sonst? Zum Beispiel Kalima? Kalima? Kalima geht nicht unter. Nicht so lange wir am Leben sind. Wer könnte Janus gefangen halten? Die Sucher auf jeden Fall nicht. Die machen keine Gefangenen. Die machen nur Tote. Was ist mit dem heiligen Gral gemeint? Ein wundersamer, heilsamer Gegenstand, der ewige Lebenskraft verspricht. Aller Indiana Jones spielen wir jetzt Indiana Jones. Danke übrigens, dass du Rini heil hierher gebracht hast. Ich muss mich bei ihr bedanken. Ohne sie wäre ich entweder von der fleischfressenden Pflanze gefressen worden. Von einer fleischfressenden Pflanze? Oder von einem Sucher. Von einem Sucher? Die kleine Lady ist eine echte Kämpferin. Tatsächlich. Was ist nun? Lasst uns losgehen. Am liebsten hätte ich noch gerne mit ihr geredet. Soll ich hochgehen oder runter? Ene, mene, mu, und das bist du. Ene, mene, mu, und das bist du. Ansel und Gretel gingen im Wald spazieren und dann standen sie bei einer Straßenkreuzung. Jetzt wird's zweimal hoch. Na, ja, mich jetzt noch. Da ging Aschenbuttel spazieren, doch dann stand da ein Spiegel. Ho, 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 ho. Dreimal hoch, ich geh hoch. Dann holen wir schnell Janus. Komm, darauf! Nein, da lang. Glaub mir, darauf! Ich kenne Janus besser. Wenn einer seine Botschaft deuten kann, dann ich. Ach, so sieh ich, Pfeffer wächst. Man's glaubt. Wir brauchen sie nicht. Was, Alter. Hey, die Burg kommt mir irgendwie bekannt vor.
Alter Gott, was haben wir da? Alter. Haben wir da? Aha. Labhafen. Du mich auch. Ich bringe Rini lieber keine Kerne mit. Das letzte Mal ist sie fast daran erstickt. Labhafen noch. Du mich auch. Oh, das ist mir nix. Okay. Solange Rini schläft, werde ich unseren Rückweg organisieren. Ideales Versteck für Tiere. Alter, was ist das? Sag ich doch. Alter Brunnenloch. Was ist eigentlich das? IKEA. Das ist eine kleine Öffnung. Brunnenloch. Schlangenwasser, oder? Moment. Brunnenloch. Da wird Janus ja wohl nicht sein. Hallo? Ah, das war immer egal. Ob Janus den da versteckt hat? Vielleicht wieder eine verschlüsselte Botschaft, die Körner versteht. Okay, dann brauchen wir nichts mehr. Das war mal ein Brunnen. Okay. Da fließt schon lange kein Wasser mehr durch. Naja, da gibt's ja noch mehr Möglichkeit. Hey, die lässt sich schieben. Das Einzige, was ich jetzt mal gemacht habe, haben wir dort oder so gemacht. Oh, gut durchlüftet das Gemäuer. Hoffentlich wartet die Decke noch ein bisschen mit dem Einsturz. Horus, das Zeichen von Janus. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich brauche eine Leiter. Hinaus kann ich nicht mehr, oder? Doch. Okay, das hätte man geklärt. Raus. Das ist eine Schiebetür, was du immer verschieben. Ja, es hätte sein können, nicht? Es gibt ja Adventure-Spiele, wo du falsch bist, ne? Wo du in Arsch. In Arsch warst, ne? Ich meine. Was den Ohren. So, mal da umschauen. Was haben wir da? Die müsste mal wieder gegossen werden. Keine Öffnung. Warte mal, was haben wir da jetzt alles? Finde ich Sprossen, um eine Leiter zu bauen. Aha. Okay. Sicherheitsbolzen. Der Bolzen hält die Lampe oben. Mir egal, ich brauche ihn als Sprosse. Okay. Leck mich am Arsch. Wow, eine Riesenblüte. Und voller Pollen, auf die ich bestimmt allergisch reagiere. Nicht einatmen. Ah. Oh. Das riecht aber gut. Wie die Muschi. Super riecht das. Ich hab keine Angst. Das Ding ist eine Schlange. Wieso ist das eine Schlange, verdammt? Weil das hier Silence ist. Und jetzt such die beiden restlichen Schlangen zusammen. Es müssen drei sein. Hm?
Hallo? Ist da jemand? Nein, niemand. Das ist alles nur in meinem Kopf. Nur in meinem Kopf. Wow. Exotische Blume. Relief. Das sind Instrumente. Eine Laute, eine Panflöte, eine Triangel. Das kann da was werden. Aha, was ist das? Zeugzähne, aha. Laute. Ein paar Griffe könnte ich vielleicht noch. Was ist das? Triangel. Ein Instrument, das unterschätzt und belächelt wird. Aha. Ich fühle mich ihm sehr verbunden. Alles klar. Fine, ja. Alles klar, Herr Kommissar. Schlange. Da sind immer angegriffen. Na gut. Mit dem beschäftigen wir sie außerdem also später. Was ist das? Verkrümelte Knospe. Die könnte bestimmt etwas Sonne vertragen. Aha. Aha. Das war mein letzter vergeblicher Versuch, darauf zu kommen. Ich mach mich doch nicht zum Clown. Du bist schon längst einer. Wer ist da? Wie das Wer hat es gesagt? Wie hat der Sport sagen? Schweres Gitter. Na, ist so schwer, was er da hat. So schwer ist er doch nicht, das Ganze. Das ist die zweite Sprosse. Okay. Fantastisch. Ja. Unglaublich. Wie warm sich eingebildete Sonnenstrahlen doch anfühlen können. Schon komisch. Eben hat es noch geschneit, es war kalt und dunkel. Und nun stehe ich hier im warmen Sonnenlicht des Herbstwaldes. Was ist sonst los? Ah, scheiße, jetzt bin ich... hoch. Also jetzt geht automatisch hoch. Ist oben noch irgendwas? Ma. Kette. Jemand anderes könnte sich damit vielleicht auf die Plattform schwingen. Schon wer. Kennt man vorstellen, wer. Was haben wir da noch? Da oben, was ist da oben eigentlich? Da ist Janus Vogel drauf. Das ist ein Wegweiser. Hoffentlich nicht zum Vogelmarkt. Hinterher greift und dann, aha, okay. Lef. Triangel. Ein Instrument, das unterschätzt und belächelt wird. Ich fühle mich ihm sehr verbunden.
Was hat jetzt dieses Rätsel zu bedeuten? Triangel. Ein Instrument, das unterschätzt und belächelt wird. Ich fühle mich ihm sehr verbunden. Sicher von hier aus ist das Loch auch nicht viel größer. Dieses Rätsel hat es in sich. Aber schauen wir mal. So, pass auf. Was hat es gesagt? Wasser braucht er irgendwo. Und jemand, der was umeinander hupft. Gut, das heißt. Passt genau. Kann man urplötzlich den Kettenhund auch bewegen? Ich kann nur hoffen, dass der Fensterladen nicht zu marode ist. Und der Hund wirklich aus Stein. Kettenhund. Fast wie im Zirkus. Das ist halt jetzt das... Was ich so liebe an dem Spiel. Na komm. Das Geduldsspiel da, das ist jetzt das, was ich so liebe. Das ist der Schnüffeln. Verdammt, schon wieder! Hey, ich hab genau ins Fenster getroffen. Ich kann werfen. Das ist der Schnüffeln, Havara. Du sollst das da machen. So, jetzt irgendwie haben wir da jetzt das dritte, irgendwas, eine dritte Sprosse. Jetzt ist er komplett heil. Jetzt sind wir gleich komplett heil und da werden wir dann im nächsten Video weiterspielen. Gut, ciao.